begleitet. Sie ist unsicher an diesem Tag, denn so öffentlich hat sich Nadine noch nie gezeigt. Doch es ist auch ein besonderer Tag in ihrem Leben. Nadine möchte bei einer Modelagentur aufgenommen werden und lässt Fotoaufnahmen von sich machen. Es ist ihr erstes Shooting. Ihre Gefühle rücken in diesen Momenten weit nach hinten. Ich fühle mich schon wohl, das auf alle Fälle, aber es ist ungewohnt, weil ich zeige mich ja nicht vor allen Menschen mit Prothesen oder auch ohne. Das ist jetzt sogar jetzt ohne Prothese noch ein bisschen schwieriger. Da muss man erstmal ein bisschen warm werden. Auch mit den Posen. Es ist nicht so ganz einfach, wenn man das nicht professionell macht. Scheu wirkt sie am Anfang, zurückhaltend. Die ungewohnte Umgebung und dazu die Menschen, die auf ihre Beine schauen. Normalerweise trägt Nadine ihre Prothesen jeden Tag, von morgens bis abends. Und sie verdeckt sie, denn Blicke und mitleidige Kommentare mag sie nicht. Sie hat halt damit leben gelernt, dass sie als Kind ihre Beine verlor. Mit dem Fahrrad war Nadine unterwegs, 8 Jahre alt war sie damals. An einem Bahnübergang passierte der schlimme Unfall, ein Zug überrollte das Mädchen. Wochenlang lag sie in einem künstlichen Koma. Sie überlebte, aber ihr linker Oberschenkel und der rechte Unterschenkel mussten amputiert werden. Zunächst trauerte Nadine nur um ihr Rad. Nach und nach wurde ihr klar, dass sie beide Beine verloren hatte. Ihr drohte ein Leben im Rollstuhl. Heute ist Nadine 24 Jahre alt. Sie studiert Logopädie, will anderen helfen, hat aber auch gelernt, sich selbst zu helfen. Sie will unabhängig sein und schaffte es mit festem Willen, auf Prothesen zu gehen. Ich hatte das Glück im Unglück, dass es mir so früh passiert ist. Denn wenn man jünger ist, lernt man einfach das besser und schneller, als wenn man älter ist. Deswegen hatte ich jetzt nicht so große Probleme, das zu lernen. Und immer wieder stößt Nadine an ihre Grenzen. Auch für sie gibt es Dinge, die nur schwer machbar sind. Sattel mich. Aber ich hasse Heu, ich hasse Sand und ich hasse Schnee. Weil ich total schlecht darauf laufen kann. Und dennoch meistert sie alle Probleme, auch beim Shooting. Nach und nach verliert Nadine ihre Scheu. Sie vergisst, dass sie beobachtet wird, spielt mit der Kamera, fast schon so wie ein Profi-Model. Immer wieder wechselt sie ihre Position, zeigt sich mit und ohne ihre Prothesen. Sie wechselt ihre Rollen mehrfach, all das macht ihr Spaß. Eine besondere Behandlung, nur weil sie keine Beine hat, lehnt Nadine während der gesamten Fotostrecke ab. Ich möchte nicht, dass ich irgendwie anders behandelt werde, dass ich angefasst werde wie eine Feder, sondern einfach ganz normal. Ich bin die Nadine, zwar mit Prothesen, aber trotzdem wie jeder andere auch. Unterstützung nicht nur an diesem Tag findet Nadine bei ihm. Die zwei sind ein Paar. Auf einer Party lernten sie sich kennen, danach telefonierten sie viel miteinander. Nach und nach fasste Nadine Vertrauen und erzählte ihm von ihrer Behinderung, im festen Glauben, dass es dann wieder vorbei sein wird mit der beginnenden Liebe. Ich habe es ihm dann erzählt am Telefon und er meinte dann, wieso soll das ein Problem sein? Wieso soll es jetzt so sein, dass wir uns nicht sehen? Weil ich dachte, er will mich jetzt nicht mehr treffen. Seit einem Jahr nun sind die beiden ein Paar und Michael hilft, wo er nur kann. Das tägliche An- und Ausziehen der Prothese ist für ihn nichts Ungewöhnliches mehr. Er findet es sogar ermutigend, wie Nadine mit ihrer Behinderung umgeht. Also ich versuche sie immer darin zu unterstützen, in diesen Sachen, wie sie jetzt zum Beispiel auch macht, dass sie im Endeffekt auch für andere Leute ein Beispiel ist, mit ihrem Handicap voranzugehen oder halt eben auch mit ihrem Handicap frei umzugehen. Ich habe sicher die ersten Bilder von deinen tollen Ergebnissen. Der Tag bei der Agentur geht langsam zu Ende und noch einmal wird Nadine nervös, als die ersten Ergebnisse zu sehen sind. Göttin der Jagd, Diana. Dabei hat sie dazu gar keinen Grund, denn die Resultate lassen sich mehr als sehen. Der erste Schritt ist getan. Nadine hat nun gute Fotos von sich. Jetzt muss sie nur noch für Messen und Werbeaufnahmen gebucht werden. Aber einen großen Erfolg hat sie schon erzielt. Sie hat den Mut aufgebracht, sich fotografieren zu lassen, mit und auch ohne Prothesen.